Und wir würden mit Blick auf das Timing, das wir haben, auch direkt nahtlos weitermachen und kommen in die Kategorie Startup. Auch da würde ich dann jetzt kurz alle bitten, die drei Finalisten, dass sie einmal kurz die Kamera anmachen, den Spenner, den Dirk Kießlich und den Maximilian Wörner, dass sie vorab schon mal, bevor es gleich losgeht, einmal gesehen haben. Das heißt, hier sind wir regulär bei den drei Finalisten, auf die sich die Jury einigen konnten. Und in der Kategorie Startup vielleicht noch ein Hinweis. Das heißt, bei uns bis maximal 5 Jahre nach Unternehmensgründung. Das ist ja auch ein dehnbarer Begriff, je nach Wettbewerb. Also wirklich junge, frische Unternehmen, die sich zur Zielsetzung gesetzt haben, die bestehende Industrie zu challengen. Und dann würden wir anfangen direkt mit dem Leopold Spenner. Das heißt, der Maximilian Wörner und der Dirk Kießlich können ihre Kamera mal wieder ausstellen. Leopold, du darfst deine Präsentation starten. Ist Mitgründer von der Alcemy GmbH und erzählt uns was über das große, große, viel diskutierte Thema Beton. Viel Erfolg. So, herzlich willkommen. Alcemy dekarbonisiert den Baustoff Beton. Das ist unser großer Antrieb. Wenn man sich ganz einfach den Beton vorstellt, der hier in ein solches Hochhaus reingeht, dann stelle man sich vor, 50% kleinerer CO2-Fußabdruck ohne zusätzliche Herstellkosten, ohne dass wir ein neues Material erfinden, sondern im Endeffekt mit dem ausgehend, was es heute schon gibt. Das ist im Endeffekt unser Antrieb. Das zeichnet uns aus. Wir sind ein Team von inzwischen 21 Personen, hauptsächlich davon Softwareingenieure, also wir sind eine Softwarefirma. Mein Mitgründer Robert hat das Machine Learning Team bei Flixbus gebaut, ein dynamisches Preisgestaltungssystem für die Ticketpreise von Flixbus. Ich persönlich bin mit Zement und Beton aufgewachsen, in vierter Generation. Meine Familie stellt also den Baustoff her, bin aber Ingenieur vom Hintergrund her. So. Wenn man sich im Endeffekt mal anschaut, wo stehen wir und wie viel CO2 konnten unsere Kunden schon einsparen, das einfach mal mit Tesla vergleicht, einfach um Ihnen im Raum ein bisschen ein Bauchgefühl zu geben, dann sieht man schon, nach 3 Jahren Alcemy haben wir für mehr CO2-Einsparungen gesorgt als eine Firma Tesla nach 10 Jahren. Das sollte einem eigentlich, ja, diesen großen Impact von Zement und Beton vor Augen führen. Wenn man schaut, wo Tesla heute steht, nach 17 Jahren, dann sind wir also auf einer 40-mal höheren CO2-Einspartrajektorie. Das ist auch enorm wichtig bei uns in der Branche. Warum? Weil keine andere Branche so stark durch den Klimawandel getroffen wird wie Zement und Beton. Wir haben zum Beispiel 5-mal höhere CO2-Intensität als Stahl pro Euro Umsatz. Jetzt gibt es in Europa den sogenannten CO2-Emissionshandel. Inzwischen muss man für jede Tonne CO2, die man emittiert, ein Zertifikat kaufen, was inzwischen 80 Euro pro Tonne kostet. Das hat dazu geführt, dass bei den Herstellern von Zement und Beton inzwischen ein riesen neue Komponente aufgetaucht ist, nämlich CO2. So, jetzt stellt sich die Frage: Heute, wo stehen wir eigentlich heute beim Baustoff Zement und Beton? Wir stehen bei einem Klinkerfaktor von ungefähr 70%. Das heißt, pro Tonne Zement, das ist das, was tatsächlich dieses Pulver, was man später mit Sand, Wasser, Kies mischt, um zu Beton zu gelangen. Und gerade der Zement ist das, was für das CO2 verantwortlich ist und genauer gesagt im Zement der sogenannte Klinker. Und dieser Klinker macht praktisch den Beton und später den, also macht den Beton fest, ist fürs CO2 verantwortlich und heute haben wir weltweit 70% Klinker, obwohl im Labormaßstab schon Zemente und Betone mit viel, viel weniger Klinker möglich sind. Die haben sich aber noch nicht massiv durchgesetzt. Warum nicht? Weil wir dafür Zement- und Betonwerke bräuchten, die extrem präzise produzieren können, sodass die resultierenden Qualitätseigenschaften am Ende in einem ganz engen Korridor liegen. Tun Sie das nicht, erreicht der Beton Kipppunkte, wo er zum Beispiel entmischen kann, sodass wir am Ende alles abreißen müssen. Es ist also ein schwieriges Unterfangen, diese CO2-armen Zemente und Betone herzustellen. Und warum ist das so schwer? Und da gelangen wir wirklich zur zentralen Hürde bei der Herausforderung, bei der Produktion von Zement und Beton. Entschuldigung. Und zwar ist das, dass wir natürliche Rohstoffe, Sand, Kies, Kalkstein, die eine natürliche geologische Schwankung haben, in ein ganz präzises Ingenieursmaterial verwandeln müssen. Und das erfordert heute enorm viel menschliche Manpower im Endeffekt von Leuten, die im Leitstand sitzen, im Labor sitzen und wirklich minütlich bis viertelstündlich die Produktionsparameter anpassen müssen, um diese Schwankungen auszugleichen. Das ist eben besonders schwierig, weil wir können das nicht gescheit messen.
diese resultierende sogenannte Druckfestigkeit. Darauf kommt es am Ende an. Wir müssen manuelle Versuche machen, die enorm aufwendig sind und die auch noch einen Monat dauern, bis das Ergebnis rauskommt. Und dieses Level an Präzision und Automation reicht einfach nicht aus, um unsere Zemente und Betone mit mehr Klinkereffizienz praktisch zu dekarbonisieren. Und deswegen gibt es Alcemy. Unser System ist relativ einfach erklärt. Wir sorgen dafür, dass die Hersteller über die Zeit ihre Präzision um 40% erhöhen können, also deutlich präziser herstellen können und 80% weniger häufig manuell eingreifen müssen. Wir automatisieren diesen Prozess des ständigen Eingreifens in die Rezeptur. Das Produkt nennt sich Qualitätsüberwachung und Produktionsautomatisierung basierend auf Sensorik und Machine Learning. Und wie es im Endeffekt funktioniert, ist ganz einfach erklärt. Wir nutzen einfach ganz viele Sensordaten aus den Werken, die wir in Echtzeit einlesen, die einen Informationsgehalt haben über die später sich einstellende Qualität. Und diese Daten verarbeiten wir also automatisch in einem Regelkreis, zeigen die Ergebnisse an auf unserer Web-Anwendung. Aber umso wichtiger, wir berechnen dynamische Produktionssollwerte, die wir zurück in den Leitstand spielen, 15-Minuten-Basis, Stunden-Basis, praktisch um diese Schwankungen auszugleichen und das ganze Thema zu automatisieren. Wir sind in 7 Werken im Einsatz. Die Kunden von uns haben dadurch einfach einen Kosteneinsparvorteil. Je präziser sie sind, je weniger Manpower sie dafür brauchen, desto mehr Geld können sie praktisch bei der Herstellung sparen. Aber das Allerwichtigste, unsere Kunden, und da sprechen wir jetzt über unsere allerersten 2 Kunden, Firma Spenner und Firma Merker, sind inzwischen so präzise und so automatisiert, dass sie es sich zutrauen, einen neuen Zement und resultierenden Beton auf den Markt zu bringen, der viel klinkereffizienter ist als alles, was es heute gibt. Und da sieht man, dieser resultierende Beton hat am Ende ungefähr 50% weniger CO2 auf den Kubikmeter gerechnet als ein heute bereits als nachhaltig geltender Beton mit CEM3A, mit einem hüttensandbasierten Zement. Die Hauptzutat hier, mit der Klinker substituiert ist, ist das Kalksteinmehl. Wir dürfen sagen, das ist der weltweit CO2-ärmste Zement und Beton, der für die massenhafte Anwendung funktioniert, für Brücken, für Hochhäuser, für alles. Und dieser Beton wird bereits im September beim Amazon Edge East Side für die obersten 2 Stockwerke eingesetzt. Da sind wir sehr stolz drauf und die Masseneinführung dieses Betons folgt danach. Und Alcemy dank der Technik unterstützt das eben, dass das wirklich in den Markt kommen kann. Da bin ich schon am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für deinen Einblick zu dem viel diskutierten Baustoff Beton. Wir haben ja nachher auch noch das klassische Gegenspiel mit Holz. Wie nimmst du das wahr, dieses gegeneinander Ausspielen von Holz versus Beton? Und wie geht ihr damit bei euch aktiv um? Ja, also irgendwie finden wir es schade, wenn das gegeneinander ausgespielt wird, denn man kann nicht alles aus Holz bauen. Fundamente, Brücken, Infrastruktur, vor allen Dingen in Deutschland werden wir für die Dekarbonisierung für Infrastruktur brauchen. Da ist Beton häufig gesetzt. Zweitens, wenn man sich die weltweite Masse anschaut an Beton, die verbaut wird, versus Holz, was verbaut wird, dann sieht man, Holz ist nur ein Bruchteil von dem, was wir an Beton brauchen. Deswegen wird man das nie ganz ersetzen können. Und es muss darum gehen, auch aufzuzeigen, dass es eben auch beim Beton nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern auch da möglich ist, CO2 zu reduzieren, wie wir das gerade vorgestellt haben, Primärressourcen zu reduzieren, indem man eben jungfräulichen Natursand und Kies durch Recycling-Schutt, Bauschutt ersetzt. Also es geht darum, bei allen Baustoffen weiterzuarbeiten und auch für die Baufirmen eine gute Abstimmung der einzelnen Baumaterialien untereinander zu finden. Man sollte die Baustoffe nicht gegeneinander ausspielen, denn man braucht sie beide. Jetzt gab es die Nachfrage, ob es eine Liste mit den 7 Betonherstellern gibt, die dieses System nutzen. Du hast ja gerade auch welche gezeigt. Ich nehme an, auf der Website, die es erlaubt haben, haben es bei euch auch dargestellt, wo man wahrscheinlich drauf gucken kann. Ich würde gerne so ein bisschen ergänzen, noch die Frage stellen, wenn da jetzt Betonhersteller kommen mit einem Werk. Wie muss man sich das genau vorstellen? Also wie ist der Ablauf? Wie geht ihr da rein? Wie lange dauert es, bis das richtig eingestellt ist? Genau, also zur ersten Frage, das haben wir in Planung, dass wir praktisch auf unsere Webseite eine Deutschlandkarte geben, wo man sehen kann, wo es also welche nachhaltigen Zemente und Betone auch gibt, denn das ist tatsächlich heute nicht ganz so super transparent. Und zu deiner Frage, Felix, man muss sich das so vorstellen, dass wenn wir mit einem Werk zusammenarbeiten, dass das enorm automatisiert ist. Es dauert mehrere Wochen praktisch, bis das Werk dann beginnen kann.
Wir brauchen im Endeffekt historische Daten von einem Werk, im Zement ungefähr 3 Jahre historische Daten, im Betonwerk ungefähr ein halbes Jahr zusammen, also die Sensordaten und die Testergebnisse. Und wir arbeiten aber praktisch mit den IT-Systemherstellern zusammen, mit denen wir die Integration brauchen. Im Zement sind das Laborinformationsmanagementsysteme und im Beton sind das Anlagensteuerungshersteller. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Sobald wir auch einmal diese Schnittstelle geschaffen haben, ähnlich wie man das eben berichtet hat, ist das für weitere Werke eben auch nochmal deutlich schneller. Das heißt, der Impuls, alle, die das interessant finden, jetzt mit dem Datensammeln, Sensorwerten anfangen, dass ihr die direkt nutzen könnt, weil es ein bisschen Vorlauf braucht. Genau. Genau, aber das heißt, der Hebel ist ja enorm. Insofern danke ich dir ganz herzlich für die Einführung. Ich freue mich auch auf das dann vor Ort am Tag der Nachhaltigkeit, wo wir auch aus allen Ecken und Enden der Bau- und Immobilienwirtschaft Leute da haben. Und euch viel Erfolg bei dem Weiteren. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Finalisten in der Kategorie Startup. Und da darf ich den Dirk Kießlich bitten, einmal seine Kamera einzustellen und dann sein Bildschirm zu teilen. Wir haben einen ganz harten thematischen Schnitt vom Beton zum Thema Begrünung. Er ist Erfinder des MyGreenTop-Systems, was er uns jetzt in den nächsten Minuten vorstellt. Ja, prima. Vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich. Es geht jetzt bei diesem kleinen Vortrag auch ein bisschen um Beton. Es geht um Blumen. Und wir haben ein System entwickelt. Da geht es um Schrägdachbegrünung. Also Dachbegrünung ist bekannt im Bereich Flachdachbegrünung. Da tümmeln sich relativ viele Anbieter mit mehr oder weniger guten Systemen. Und im Bereich Schrägdach gibt es maximal eine Handvoll gute Systeme, die aber eben den Nachteil hatten, dass sie sehr teuer sind. Da kostet die Quadratmeter Begrünung gerne mal 150 bis 180 Euro und vor allen Dingen als großer Nachteil, das ganze System ist sehr schwer. Da kommen mehr Belastungen aufs Dach, teilweise bis 120 Kilo pro Quadratmeter. Und wir hatten Ende 2019 die Idee, dieses zu vereinfachen, zu revolutionieren und ein System zu entwickeln, was ähnlich aufbaut wie eine klassische Dachpfanne. Und die haben wir mit unserem MyGreenTop-System, mit der Complete, quasi auch ersetzt. Also so eine klassische Dachpfanne leistet ja in der Regel nicht viel, außer dass sie auf dem Dach liegt und das Haus schützt vor, ich sag mal, Regen, Wind und Hagel. Und die klassische Dachpfanne oder Dachziegel, bleiben wir mal bei der Dachpfanne aus Beton, ist auch sehr schwer. Also da wiegt die Frankfurter Pfanne zum Beispiel 4,35 Kilo, ist also ein sehr schweres Bauteil. Und eben aus Beton auch sehr Energie, weil man braucht sehr viel Energie, um eben diese Produkte herzustellen. Und wir haben eben mit dieser MyGreenTop Complete Pfanne, sage ich mal eben hier als Bildschirmbild, ein Produkt entwickelt, was eben als Austauschprodukt arbeitet. Das heißt, ich kann aus einem Flächenverbund Frankfurter Pfanne jetzt zum Beispiel eine Pfanne entnehmen und kann eben unsere begrünte Pfanne dort einsetzen. Die wiegt das Gleiche, beziehungsweise etwas weniger sogar als die Frankfurter Pfanne. Das heißt, ich habe statisch keine Wärmebelastung. Ich kann somit also komplett vollflächig Dächer begrünen, ohne eben die Statik des Hauses zu beeinflussen. Und somit natürlich einen großen Beitrag leisten, weil Dachbegrünung halt sehr viel auch kann. Zum Beispiel ganz klar Erhöhung der Biodiversität. Das heißt, ich bringe eben zusätzliches Grün, eine zusätzliche Weide aufs Dach für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, die da eben dann auch Nahrung finden, zusätzlichen Lebensraum finden. Ich habe eine zusätzliche Dämmung, dadurch, dass ich einen Aufbau habe, Substrat, also Lava, Blätter und Wimps in der Regel. Und die Vegetation von 8 cm habe ich eben eine erhöhte Dämmung für das Haus im Winter. Ich habe eine Kühlung, weil die Pflanze eigentlich auch im Sommer nicht heißer wird als 33 Grad, während eben so ein schwarzer Dachstein sich gerne mal auf 70 Grad aufheizt. Das heißt, ich habe eine extrem hohe Temperaturdifferenz auch unter der Pfanne, was man dann in den Dachgeschossräumen dann merkt. Ich habe einen Regenwasserrückhalt. Das heißt, bei Starkregen wird in der Pfanne, in dem Granulat Wasser aufgehalten, wird dann eben verzögert abgegeben über die Verdunstung. Das kühlt auch nochmal wiederum die Luft. Ich habe eine Feinstaubbindung, ich habe Lärmreduzierung, also ein großer Blumenstrauß an Vorteilen.
plus natürlich auch durch die Photosynthese eine Reduktion. Das heißt, wir sprechen immer von einer CO2-Senke. Und das ist bei Begrünung oder bei unserem System, bei allen Begrünungen eigentlich 5 Kilo pro Quadratmeter pro Jahr, rechnet man da. Und wir haben das mal hochgerechnet. Es gibt in Deutschland 27 Millionen Häuser. Und wenn man dann nur die Hälfte nimmt, also 13,5 und ein durchschnittliches Dach hat 160 Quadratmeter, dann nehmen wir auch nur die Hälfte, also 80 Quadratmeter, weil die Südseite wir an Photovoltaik und Solarthermie verlieren. Und rechnen dann einfach mal diese Häuseranzahl begrünt hoch, können wir mit dieser Maßnahme knapp 5 Millionen Tonnen CO2 reduzieren. Und das Schöne dabei ist, auch im direkten Vergleich zu der Betondachpfanne oder dem Dachziegel, dass wir auch viel weniger Energiebedarf haben zur Herstellung eben dieses Produktes. Und dass dieses Produkt ja seinen eigenen CO2-Fußabdruck abbaut durch die Photosynthese. Also wir haben es ausgerechnet, haben eine Analyse angefertigt, auch im Zusammenhang mit einigen Instituten. Und wir kamen eben da auf den Zeitpunkt, dass wir nach 3,35 Jahren eigentlich den Energiebedarf, den wir eingebracht haben, kompensieren und danach eben auch klimaneutral sind, beziehungsweise klimanegativ sind, weil wir dann eben CO2 aus anderen Prozessen auch wieder abbauen können. Und wir glauben, dass wir mit diesem Produkt, mit dieser Produktfamilie, die wir entwickelt haben, einen schönen Beitrag leisten können, der eben auch sehr günstig ist. Zu den Preisen will ich noch gar nicht kommen. Also wir können hier die Kosten mehr als halbieren zur konventionellen Schrägdachbegrünung und auch eben diese sehr energiereichen Produkte wie Dachziegel und Dachsteine komplett substituieren mit unserer sehr grünen Dachpfanne. Ich denke, das war es jetzt erstmal für den kurzen Pitch, aber ich stehe auch noch für Fragen jetzt gleich zur Verfügung und auch später. Ja. Vielen herzlichen Dankeschön. Dank. Die Frage, die sich, da drängen sich eine Reihe von Fragen auf. Also vielleicht die erste Frage, für was für Arten von Pflanzen eignet sich das? Das ist eine spezielle Pflanzenfamilie und die nennt sich Sedum. Das ist Fetthenne, das sind Mauerpfeffen. Da gibt es einige hundert verschiedene Pflanzengattungen. Wir haben eine Pfanne aufgebaut. Da sind teilweise pro Quadratmeter 8 verschiedene Sedumpflanzen integriert, die dann eben auch später blühen und auch in verschiedenen Farben blühen. Also wir haben hier bei unseren Sedummischungen die Blühfarbe weiß, lila und gelb integriert, damit wir da auch ein schönes Bild haben. Das auch so ein bisschen zeitversetzt. Das heißt, jetzt sieht man gerade, ist die Lila-Zeit, wenn hier die Blühphase abgeschlossen ist, kommt eigentlich, und das das zeichnet sich hier schon so ein bisschen ab, die Gelbphase. Das heißt, dass wir da immer ein schönes, nettes, Blüh-Ensemble auf dem Dach zu sehen haben und nicht alles gleichzeitig blüht. Die Pflanzen, die wir einsetzen, sind sehr robust, die sind sehr trockenheitsresistent. Die lieben es eher trocken zu sein als nass zu sein. Staunässe vertragen sie gar nicht. Deswegen auch das Granulat, damit die Feuchtigkeit, relativ schnell von den relativ feinen Wurzeln abgezogen wird. Trotzdem eben noch zur Verfügung steht als leichte Feuchtigkeit, aber eben nicht als Staunässe. Und die Pflanzen haben eben die Eigenschaft, dass die in ihren dicken Blättern die Feuchtigkeit auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum speichern können. Das Ganze muss nicht gedüngt werden, es muss nicht gegossen werden, es muss nicht gemäht werden. Wir hatten oft die Frage, wie wir hier diese Vegetation mähen oder kürzen. Da gab es dann wilde Ideen in Richtung Hangschafe und wilde Sachen. Aber hier muss man eigentlich keine Pflege oder kaum Pflege investieren. Wir bieten oder wir empfehlen, alle 2 Jahre eine Besichtigung zu machen, eine Begehung. Das macht ein Dachdecker. Um zu gucken, ob sich irgendwas Fremdes eingesät hat. Und ansonsten ist das alles sehr pflegefrei, pflegeleicht und man spricht ja auch von extensiver Dachbegrünung in dem Fall. Dann kam eine ganze Reihe von Fragen noch rein. Eine Frage ging es um den Bereich von Dachneigung, für die Ziegel. Ja, also wir haben dieses System ausgiebig getestet. Wir hatten einen Probedachstuhl und haben da auch natürlich viele Versuche gemacht. Wir sagen, von 15 bis 60 Grad bieten wir dieses System an. Es wird genauso geklammert wie eine konventionelle Dachpfanne. Es wiegt das Gleiche. Jeder Dachdecker kennt die Handgriffe. Das wird also auf das bestehende Lattensystem aufgesetzt. Und 15 bis 60 Grad sind die Einsatzgebiete.
Dann gab es eine Frage nach dem Material, aus dem die Dachziegel hergestellt sind und wie das mit dem Thema Brandschutz aussieht. Wir setzen hier ein 100%iges Recyclat ein, das heißt ein Material, was schon mal einen Lebenszyklus hinter sich hat. Da haben wir einige gute Lieferanten, die wir jetzt strategisch gebunden haben. Und das ist ein Polypropylen mit 30% Glasfaser, schwarz einadditiviert. Und wir haben hier kein Flammschutzmittel drin, weil wir gesehen haben bei der Flammschutzprüfung, die wir durchführen müssen für dieses Produkt, wir ausreichende Sicherheit oder Sicherstellung der Prüfanforderungen erreichen können. Auch hier gab es noch die Frage nach der bauaufsichtlichen Zulassung. Ja, wir sind mit dem Deutschen Institut für Bautechnik im Gespräch und natürlich auch mit verschiedenen Dachdeckervereinigungen und dem FLL. Dann gab es noch die Frage, wie das System bei Sturm oder bei Starkregen reagiert. Also bei Sturm, wie gesagt, das ganze System wird geklammert. Es liegt sehr stabil auf dem Dach, die Pfanne an sich. Die Vegetation wird in der Pfanne aufgespießt und über Klemmscheiben auch nochmal gesichert. Das war uns deswegen sicher nicht wichtig, nicht nur wegen Sturm-Einflüsse, sondern gerade oben im Firstbereich bei Starkwind oder bei Wind überhaupt entstehen sogenannte Sogwinde, die dann eben über den First brechen und dann abrollen und dann entsteht eine Sogwirkung und da hatten wir die Angst, dass die Matte dann rausgesaugt wird, auch von Vögeln teilweise, die an den Blumen dran gehen. Und unsere Vegetation wird gespießt über vier Dome, die in der Pfanne eingebracht sind und über Scheiben wird das Ganze gesichert. Das heißt, man kann das System quasi auf dem Kopf halten und die Matte ist fest in diesem Kasten drin, ist auch komplett durchwurzelt mit dem Granulat. Also das ist eine Einheit. Und Starkregenereignisse werden halt von Pfanne zu Pfanne über ein Kaskadenüberlaufsystem abgeleitet, sodass da immer eine durchgängige Abfuhr von Regenwasser oder von Wasser überhaupt stattfindet. Genau. Genau, und eine letzte Frage, die haben Sie vorhin schon so halb beantwortet, wie hoch die Wartungskosten sind. Vielleicht können Sie das nochmal explizit machen. Ja, wir rechnen so, wir haben mal eine Kostenaufstellung gemacht, natürlich Kosten, Mehrkosten des Gründachs, Förderung, Einsparung, Regenwassereinleitungsgebühr. Und alle zwei Jahre muss diese Besichtigung gemacht werden über einen Dachdecker. Und da reden wir von einer Wartungskostenhöhe so zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro zwei Jahre. Wunderbar, dann spare ich mir meine Frage, wie Sie das im Wettbewerb zwischen Ihrem System und Photovoltaik sehen, spare ich mir für den Tag der Nachhaltigkeit auf. Das machen wir dann da. Ganz klar, die Südseite, Photovoltaik und Solarthermie und wir begnügen uns dann mit der Nordseite. Alles klar, umso besser. Dann brauche ich mir die Frage nicht aufsparen. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Der liebe Kollege, der das zu einer äußerst interaktiven Präsentation gemacht hat, wer ihn mal frontal sehen will, der kann einfach in das Video bei Ihnen auf der Seite gehen. Das ist ein sehr sympathisches Video, wie Sie es darstellen. Also insofern gerne auch nochmal vorbeigucken. Und Ihnen viel Glück beim Wettbewerb. Und wir kommen zu Kandidat Nummer 3 aus der Kategorie Forschung. Und dann sind wir bei der Firma TrickBrick hier bei uns aus Stuttgart. Und da begrüße ich den Vorstand, den Maximilian Wörner. Hallo, herzlich willkommen. Das heißt, Sie teilen jetzt Ihren Bildschirm und präsentieren uns, was hinter TrickBrick steht in der nächsten Minute. Viel Spaß. Ja, super. Von uns auch erstmal herzlichen Dank für das Voting ins Finale. Sind ein Start-up. Letztes Jahr haben wir gegründet. Mikromodularer Holzbau. So taufen wir unser Produkt. Wer sind wir? Wir sind mittlerweile schon 10 Leute, durchmischt aus Produktentwicklung über Strategien, aber machen auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und engagieren uns für die Bauwende mit diesem Produkt. Warum machen wir das alles? Warum müssen wir überhaupt handeln? Wir haben viele Probleme in der Bauwirtschaft. Wir haben uns mal 3 konkrete Themen rausgesucht. Das Thema Ressourcenintensivität ist, sage ich mal, einer der größten Probleme, die wir haben. Wir haben ein unglaublich großes Abfallaufkommen in der Bauwirtschaft, aber auch die Energiepreise, die wir derzeit ja auch sehen, belasten die ökonomischen Gesichtspunkte, aber auch die CO2-Emissionen in den ganzen Produkten, die wir einsetzen. Wir haben uns genau diese 3 Themen angeschaut und möchten eben mit dem
Holz mit einem speziellen Holz, dem Kalamitätsholz, also Schad- und Schwachholz, das in der Forstwirtschaft ankommt, als Abfallprodukt quasi, genau diese drei Probleme auf einmal lösen. Wir haben ein mikromodulares System entwickelt, das komplett kreislauffähig funktioniert, sehr energiesparend produziert werden kann und dadurch CO2-negativ ist. Wie funktioniert das ganze System? Wir haben eine ganz kurze Animation. Wir haben ein Kantholz, das ist 10 auf 10 cm stark, das dann quasi dreiachsig miteinander verbunden wird und ausschließlich mit Holzdübeln lagesichernd verbunden wird. Und so entsteht ein Grundbauelement, ähnlich wie ein Legostein, ein Ziegelstein, ein Bauelement, wie man es auch immer taufen will. Und das kann dann eben auf Paletten transportiert werden, so wie andere Baustoffe eben auch. Wir achten darauf, auch ohne Verpackungen umzugehen, quasi nur mit Zurbändern zu arbeiten, um auch hier quasi keinen Abfall zu hinterlassen. Dann wird das ganze System einfach im Verband aufeinander gestapelt. Jeder, der schon mal Lego gespielt hat oder eine Ziegelmauerwerk kennt, kann sich das vorstellen. Vorteil dabei ist, wir brauchen keine künstlichen Verbindungselemente innerhalb von dem System. Das ganze System ist eben in einem kompletten Kreislauf zu führen. Das macht uns, glaube ich, auch einzigartig unter den ganzen anderen Holzbausystemen. Wir fangen an bei der Herstellung. Wir gehen auf eine Ressource, die, sage ich mal, eh schon ein Abfallprodukt der Forstwirtschaft ist, Abschnitte von anderen Produkten, aber eben auch sogenanntes Durchforstungsholz, das einfach für gewisse hochwertige Hölzer nicht mehr zu verwenden ist. Setzen dann auf einer beliebigen Planung auf, wie man eben es kennt, entweder mit BIM oder ganz traditionell mit Bleistift. Das heißt, wir haben alles, alle Möglichkeiten, die wir bisher nutzen, können wir in der Planung quasi einfach mitgehen. Wir brauchen hier nichts umstellen. Dann kommen wir zum Einbau. Der Einbau ist denkbar einfach. Das System regelt sich selbst. Wir brauchen keine Fachleute, keine Superspezialisten, sondern brauchen im Endeffekt eigentlich nur Monteure, die die Blöcke aufeinander stellen und miteinander verriegeln. Dann kommt die Nutzung, natürlich Massivholzbausysteme in aller Munde, ganz tolles Raumklima, energetische Vorteile. Wir hatten es vorher ja schon von der Flächentemperierung, Holzkernaktivierung, ganz tolle Sache, wenn man hier eben viel Holz verbaut im Gebäude. Und dann kommt man irgendwann zu diesem Thema Rückbau. Hier sind normalerweise dann Recycling- oder Downcycling-Prozesse aufgesetzt, die dann eben Produkte zu niedrigeren Produkten oder anderen Produkten umwandeln. Und genau das wollten wir nicht. Wir wollten quasi diesen Kreislauf schließen und wollten eben rückbaubar in dieses Einzelmodell wieder werden, um dann quasi wieder einer komplett neuen Planung zugeführt zu werden. Wir haben auch das Thema Ökonomie betrachtet. Das ist natürlich auch ein weiteres Vorteil von unserem Produkt. Wir haben ein seriell gefertigtes Element, das heißt, wir haben auch einen ökonomischen Vorteil, einmal natürlich wegen der Ressource, aber auch wegen der Produktion. Wir sind komplett CO2-negativ, das heißt, wir haben gemeinsam mit dem TÜV Nord haben wir hier ein CO2-Emission-Modeling gemacht und haben dabei eben herausgefunden, dass wir knapp 200 Kilo CO2 einspeichern pro Quadratmeter Wandfläche und sonst ähnliche Parameter eben haben wie andere mineralische Baustoffe. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, in der Bauwende ist, wir müssen jetzt handeln. Wir haben es vorher schon gehört. Wir müssen aber auch schnell handeln und wir müssen in die größte Industrie der Welt eigentlich eintauchen, die Bauindustrie. Und da ist es einfach wichtig, dass wir Systeme haben, die wir extrem schnell skalieren können, dass es ganz, ganz viele Leute anwenden können. Und hier haben wir eben ein Produktionsverfahren entwickelt, das ganz kleinteilig in so gut wie jedem Sägewerk aufgesetzt werden kann und dann eben hochskaliert werden kann auf knapp 1,5 Millionen Kubikmeter Produktionskapazität pro Jahr. Und das geht relativ schnell, weil das einfach ein sehr einfaches Produkt ist. Und ich glaube, dass das auch das wichtigste Thema sein sollte. Wir müssen jetzt alle gemeinsam schauen, wie wir das Ding einfach beschleunigen können, damit wir uns aus dem Klimawandel quasi herausbauen können. Genau. So viel zu unserem Kurzeindruck und jetzt stehe ich zu Fragen oder für Fragen zur Verfügung. Dankeschön für den Impuls. Ich glaube, so Gamification ist ja in den letzten Jahren groß
in Mode dann alle Munde gekommen. Insofern, ihr bringt es direkt auf die Baustelle. Das gibt es, glaube ich, sonst auch noch nicht so richtig. Was sind so die typischen Anwendungsfälle, die typischen Bauten, Bautypen, für die das vielleicht jetzt schon gefragt ist oder wo ihr euer Produkt selber seht? Ja, wir wollen auf jeden Fall einen mehrgeschossigen Wohnbau. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir haben, aber auch das Thema innerstädtische Nachverdichtung, klassisches Thema. Wir haben keine Möglichkeit, Mobilkräne zu stellen oder sind in irgendwelchen Innenhöfen, wollen noch ein Geschoss oben drauf setzen. Da ist natürlich diese Kleinteiligkeit auch super geeignet. Aber auch für diesen Selbstbau auch wieder kann man es einsetzen. Aber ich glaube, wir sind schon, sage ich mal, für die größeren Sachen zu haben, weil man es einfach relativ schnell auch in der Masse einsetzen kann. Also Geschoss, Wohnungsbau. Wir haben aber auch jetzt eine Lagerhalle in Planung. Wir bauen eine Garage. Wir haben, also alles außer Infrastruktur und Tiefbau, sage ich mal, kann man auf jeden Fall mal anpacken und probieren. Das heißt jetzt bei den Projekten im Moment, seid ihr immer noch beteiligt, aber grundsätzlich das Ziel ist, es gibt tatsächlich viel Lego, man bestellt es und es kriegt es auf die Baustelle und der normale Häuslerbauer kann einen Anbau oder Ähnliches auch dann selber ansetzen? Genau, also das Ziel ist, dass wir ein ganz klassischer Baustoffhersteller sind die bisherigen Lieferketten quasi einfach beliefern. Das ist ja auch unser Ziel. Wir haben ein Riesenproblem mit Fachkräften, wir haben ein Riesenproblem mit Planern, mit digitalen Lösungen und wir müssen irgendwie schauen, dass wir eben Lösungen finden, die nicht immer wieder einzeln in einer Lösung irgendwie funktionieren, sondern eben adaptiv sind und da ist unser Produkt natürlich super geeignet. Es kam eine Reihe von Fragen, zum Beispiel die Frage, was für Decken gebaut werden. Das heißt, tatsächlich aus der Animation ging das noch nicht hervor. Also wie geht ihr damit um? Ja, da forschen wir natürlich auch in alle Richtungen. Decken ist ein super schwieriges Thema, gerade im Wohnbau. Deswegen sagen wir, also auf unser System kann man quasi nahezu jedes bisherige Deckensystem aufsetzen. Ne? Wir empfehlen natürlich Brettstapel oder generell Holzdecken im Wohnungsbau. Wenn wir jetzt aber einen gewerblichen Bau irgendwie sind und weitere Spannweiten brauchen, dann kann man eben auch über Betondecken oder Kombinationslösungen nachdenken. Ich glaube, das muss jeder Planer und jede Architektur für sich selber entscheiden. Wir haben uns jetzt mal konzentriert auf das Thema Außenwand, weil hier auch die bauphysikalischen Eigenschaften von Massivholz am besten rauskommen. Mal schauen, wo die Reise hingeht und was für Systeme noch entstehen werden. Dann gibt es zwei Fragen. Ganz klassisch geht es ja immer um verschiedene Schutzaspekte. Hier gab es einmal die Frage nach dem Brandschutz und einmal nach dem Witterungsschutz nach außen, wie ihr das jeweils realisiert. Einmal das Thema Brandschutz kann ja mittlerweile berechnet werden. Das heißt, Abbrandverhalten, unsere Tragschicht ist in der Mitte. Das heißt, wir haben mehr als genug Reserven für das Thema. Wir sind nicht rauchdicht, das heißt, das System muss gekapselt werden, wenn wir jetzt Brandwände oder sonstiges herstellen wollen, zur Außenwand meistens eher nicht so wichtig. Und das Thema Fassade, Witterungsschutz, Holz ist ein sehr gutmütiger Baustoff, aber er muss geschützt werden. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, konventionelle Fassadensysteme vorzusetzen. Wir gehen aber da auch in verschiedene Richtungen schon mit Spritzkork, mit Stoffen, mit verschiedenen vorgehängten Elementen. Da kann man eben sich auch komplett freigestalten, sage ich mal. Wir sind ein Rohbausystem, sage ich mal, das konventionelle Ziegel oder Konstruktionsbeton in Wohngebäuden oder mehrgeschossigen Gebäuden ablösen sollte oder zumindest verbessern sollte in manchen Situationen. Dann gab es noch eine Frage nach der Luftdichtigkeit von dem System. Genau, also wir sind nicht luftdicht. Wir haben ja quasi diese dreiachsige Verbindungsstruktur. Das heißt, wir müssen gekapselt werden. Das heißt, im Innenbereich tragen wir zum Beispiel entweder einen Putz auf oder Kapseln mit Lehmbauplatten. Man kann aber auch natürlich ganz normal mit Gips arbeiten. Manche Kunden wollen Glas einsetzen, irgendwie in Nassbereichen oder sonstigen. Also da kann man sich komplett austoben, sag ich mal. Und noch eine Frage, weil wir jetzt auch ein bisschen drüber sind, zum Holz selber, inwiefern auch Altholz genutzt werden kann. Weil ihr habt da jetzt ja, glaube ich, keine Recyclingprodukte drin, sondern nur, genau. Genau, also das ist auch ein super interessantes Thema. Wir haben das Thema auch bei verschiedenen Architekten schon gehabt. Natürlich ist Altholz möglich. Man muss natürlich immer schauen, ist dieses Holz behandelt oder wie muss es quasi noch in die Form gebracht werden. Aber rein von den Anforderungen von dem Holz sind wir eigentlich komplett flexibel. Wir arbeiten jetzt auch schon in die Richtung mit Pappelholz zu forschen, mit anderen Hölzern wie Kiri-Holz, also auch Tropenhölzer sind denkbar in dem System, weil diese dreiachsige Verbindungsstruktur da sehr gutmütig ist.
Prima, dann ganz herzlichen Dank für den Impuls und auch euch viel Erfolg. Bevor wir zu dem Live-Stimmungsbild kommen, da habe ich den Dominik Campanella als stellvertretendes Jurymitglied in diesem Jahr zu mir bitten. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Letztes Jahr habt ihr noch gewonnen mit Concula. Heute hast du zugehört, den anderen. Wie war es in der neuen Rolle jetzt auch an der Stelle jetzt heute nochmal? Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Also es war natürlich sehr spannend, die drei Finalisten sich anzuhören und eben auch zu merken, das hat man ja auch schon im Juryprozess gesehen, dass es immer mehr junge Unternehmen gibt, welche sich eben in dem Thema Nachhaltigkeit in den verschiedenen Facetten auseinandersetzen. Und es war natürlich sehr spannend zu sehen, wie Alchemy eben den vielleicht aktuellen konventionellen Bauprozess versucht zu optimieren, aber auch mit Trickbrick dann natürlich auch ein alternatives Material angeboten wird und mit Mike Greentop eben da auch nochmal ein komplett neuer Aspekt eingebracht wurde. Also sehr spannend. Ich bin auch sehr spannend, was dann am Ende dabei rauskommen wird und wer da also alle drei Lösungen sind super interessant und super wichtig und ich bin echt gespannt, was dann am Ende ja das Publikum dazu sagen wird. Ihr seid ja selber auch in der Rolle, dass ihr wart vorher mit Restado auch schon mal dabei, habt dann mit Concula letztes Jahr gewonnen und diese Schwelle zu überwinden von einer guten Idee und vielleicht auch ersten Kunden hin zu, ihr kriegt eine Größe, dass das Ganze läuft. Wenn du dir das jetzt anguckst und auch so ein bisschen auf euren Entwicklungsprozess schaust, was würdest du den Finalisten da so als Tipps mit auf den Weg geben, was bei euch gut gelaufen ist? Ja, also ich habe das Gefühl, dass alle drei auch schon sehr auf einem guten Weg sind. Ich meine, in der Baubranche steckt auch extrem viel Potenzial, aber die Baubranche ist auch sehr konservativ natürlich. Das heißt, da benötigt es zum einen sehr viel Expertise, sehr viel Know-how und Vertrauen. Aber was wir jetzt auch in den letzten Monaten gesehen haben, ist, dass die Baubranche auch immer offener ist für innovative Lösungen. Das heißt, ich glaube, es ist super wichtig zu zeigen, dass es funktioniert und sich eben erste Kunden zu gewinnen. Es gibt definitiv Akteure in der Baubranche, die auch sehr offen sind, Dinge auszuprobieren, die zu identifizieren, mit denen zusammenzuarbeiten, daraus eine Case Study zu bauen und dann eben den Markt damit auch wirklich zu öffnen. Aber ich habe das Gefühl, dass die drei das auch schon ganz gut können. Jetzt, du hast ja vorhin schon so ein bisschen das eingeordnet, insofern müssen wir gar nicht so viel noch auf den Blick der Jury auf die drei wagen. Vielleicht von dir auch noch, ihr selber seid ja auch vor einigen Jahren schon Mitglied bei der DGNB geworden, hattet dieses besondere Schaufenster bei der Challenge dabei zu sein und sogar zu gewinnen. Was würdest du da vielleicht auch nochmal als Tipp auch vielleicht an alle Finalisten weitergeben, wie man dieses Netzwerk auch für sich besonders gut nutzen kann? Ja, also schon extrem interessant. Also genau, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon Mitglied sind, aber als wir Concula gegründet haben, war der erste Mitgliedschaftsantrag war natürlich bei der DGNB. Und die Challenge hat uns natürlich nochmal extrem viel gebracht, auch in Aufmerksamkeit, aber auch die Mitgliedsunternehmen auch vor Ort. Was wir auch machen, ist uns aktiv einzubringen in die Entwicklung von DGNB. Ich glaube, das kann ich auch allen raten. Es gibt entsprechende Gremien, in denen man teilnehmen kann, aber auch genau mit dem DGNB-Siegel dem DGNB-Mitgliedschaftssiegel zu werben und zu sagen, wir sind Mitglied von DGNB, ihr seid Mitglied von DGNB, wir haben also beide das gleiche Ziel, lasst uns doch zusammenarbeiten. Das bringt sehr viel und eben auch auf die Veranstaltung zu gehen. Super, dann ganz herzlichen Dank auch an dich an dieser Stelle. Auch dies sehen wir dann ja, glaube ich, beim Tag der Nachhaltigkeit noch, wo es dann die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, all die Finalisten nochmal persönlich kennenzulernen. Dann darf ich jetzt zum Abschluss von der Kategorie Startup nochmal die drei Teilnehmenden mit Kamera zu mir bitten, dass wir auch hier nochmal das Stimmungsbild machen. Sie selber dürfen jetzt nicht mit abstimmen, aber alle anderen, also auch hier jetzt wieder, geht jetzt kurz das Voting los. Wen würden Sie jetzt Ihre Stimme geben, wenn Sie nur in dieser Kategorie bestimmen dürften? So, ich merke, dass die Stimmen weitgehend eingetroffen sind. Das heißt, ich würde die
Umfrage einmal schließen und übertragen, Trommelwirbel. In dem Fall hat Alcemi fast die Hälfte der Stimmen bekommen, aber auch hier sehen wir, dass es bei der Menge an Teilnehmenden ein großes Interesse an allen Themen gibt. Das heißt, auch auf Trickbreak knapp ein Viertel der Stimmen, bei Greentop knapp 30% der Stimmen. Das zeigt bei der, ja, bei der thematischen Weite auch wieder eine schöne Bestätigung, was wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass es in diesem Netzwerk von den Menschen, die auch hier heute dazugekommen sind, ein großes Interesse auch an wirklich den unterschiedlichsten Zugängen zu dem Thema gibt. Also Leopold, für dich für den Moment hier herzlichen Glückwunsch. Wer aus der Kategorie den Jurypreis kriegt, wird am 8.7. entschieden. Sie haben, wie gesagt, noch bis zum 7.7. dann jetzt ab heute die Möglichkeit, bei uns über den DGNB-Blog zum einen nochmal zu allen Projekten sich ein bisschen näher zu informieren, und dort gibt es eben die Abstimmungsmöglichkeit für den ersten Teil des Publikumsvotings, wo es eben kategorieübergreifend die eine Stimme für alle 12 teilnehmenden Projekte abgeben können. Also das heißt auch an euch, ich würde gerne die Werbetrommel ein bisschen dafür, dass ihr die Chance auf den zusätzlichen Preis noch habt. Also bis hierhin ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause von 10 Minuten, sind super in der Zeit. Also insofern auch an all die 7, die schon präsentiert haben, ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr euch so super an die Zeit gehalten habt, dass wir im Schnelldurchlauf durchgehen können, ein bisschen verschnaufen können. Und dann geht es um 16 Uhr weiter mit der Kategorie Forschung und unseren studentischen Sonderpreisen.